im Prinzip alles Gefährdete sind? Alles nicht, aber es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Gefährdeten. Und ich habe natürlich auch sowohl in der Klinik als auch ansonsten in meinen Erfahrungen jetzt mit meiner eigenen Geschichte viele Menschen kennengelernt, die sowas hinter sich haben und die es natürlich nicht sagen. Genau aus dem Grund, weil sie glauben, wenn ich als Vorstand eines Unternehmens oder als Chefredakteur sage, das ist mein Problem, dann geht es in der Tat womöglich sehr schnell, dass derjenige ersetzt wird. Oder zumindest ist die Angst sehr groß. Aber es ist natürlich nicht nur ein Chefetagenproblem, um das auch deutlich zu sagen, sondern es gibt ganz unterschiedliche. Das ist ein Vorurteil, dass viele Leute sagen, denken wahrscheinlich, das ist sozusagen eine Modekrankheit der Besserverdienenden. Nein, das ist es überhaupt nicht. Im Gegenteil, sondern wir haben eigentlich auch eine ganze Reihe Erkenntnisse darüber, dass es sehr oft auch Menschen sind, die in sehr engagierten, auch sehr sozial engagierten Berufen darunter leiden. Also Lehrer, Erzieherinnen, Kindergärtnerinnen, solche Bereiche, Pfleger, Pflegekräfte, die einfach durch den Kontakt mit Menschen, auch in ihrer Empathie und in dem, was sie einbringen müssen von ihrer eigenen Persönlichkeit, von ihrer Emotionalität, so überfordert sind zum Teil, intakt Minuten füttern und wenn das nicht klappt, dann ja, ist halt Pech, dann kann derjenige leider nicht aufessen. Das sind natürlich Situationen, die einfach einen unglaublichen Stress haben. Haben Sie das Gefühl, dass eher sehr disziplinierte Menschen gefährdet sind für sowas, die sozusagen, wo die Disziplin und das Ich halte durch stärker ist als der eigene Instinkt dafür, ich bräuchte jetzt mal eine Ruhephase? Ja, Disziplin kann ein Punkt sein. Ich glaube auch, das hat mir sehr gefallen an dem Lied eben, was Anna gesungen hat. Genau. Nein, ich sage nicht ja. Das sozusagen natürlich auch das Ja-Sagen ja eine Form von Commitment, eine Art von Zuwendung ist, die man manchmal auch möchte, Menschen gegenüber, ja, also anderen Dingen vielleicht gegenüber nicht. Aber dass dieses eben so ein Druck ist oder so eine Versuchung ist, sich dann in der Form zuzuwenden, die für einen selber irgendwann nicht mehr gut ist. Weil es gibt natürlich eine Bedürfniskonkurrenz manchmal, wo man sagen darf auch, ich habe auch eigene und meine eigenen Bedürfnisse würde ich gerne auch mal zur Kenntnis geben, weil gerade bin ich unterwegs in einem Zusammenhang, der für mich selber dann irgendwann wirklich gesundheitsschädlich ist. Frau Meckel, was halten Sie denn jenen entgegen, die sagen, von so einer Erschöpfung erholt man sich am besten dadurch, dass man nicht mit so einem Buch an die Öffentlichkeit tritt? Das ist natürlich eine absolut berechtigte Kritik, die ich auch ehrlich gesagt natürlich erwartet habe. Für mich ist der Punkt der, also wenn man das Buch liest, merkt man es, glaube ich auch. Ich habe den Text ja nicht als Buch geschrieben, sondern ich habe den Text geschrieben zum großen Teil in der Klinik, weil ich für mich selber in diesem Verstehensprozess, über den wir gesprochen haben, festgestellt habe, ich muss das irgendwie ordnen. Und für mich ist Schreiben ein Prozess des Ordnens, der sehr gut mir hilft. Und das habe ich halt gemacht. Und ich habe den Text für mich dann fertig gemacht, wissend, dass das irgendwie in dem Verstehensprozess für mich sehr, sehr wichtig ist. Und dann hat es eine ganze Reihe von sehr nahen Menschen gegeben, die den Text gelesen haben und die halt gesagt haben, das ist etwas, was ja nicht nur dich betrifft, sondern was viele Menschen betrifft. Ich bin dann schon auch ja sehr überrascht, auch geschockt gewesen, wie viele Menschen darunter leiden, die es eben nicht zugeben. Und dass das aus meiner Sicht schon ein Symptom unserer Gesellschaft ist, die eben sehr wettbewerbsorientiert und sehr leistungsorientiert ist und den Menschen gelegentlich in der Tat als eine Funktion zwischen einem Problem und einer Problemlösung sieht. Was mich bei Ihnen interessieren würde, aber vielleicht auch bei anderen Gästen, wie geht man mit einem Partner oder einem nahen Freund oder Freundin um, der diesen katastrophalen Erschöpfungszustand erreicht hat? Was hilft? Kompliziert. Also es gibt sehr, sehr viele Beispiele dafür, dass die Menschen nicht mehr in der Lage sind, und bei mir war es genauso, in dieser Situation wirklich nach außen zu gucken. Also man rennt in diesem Hamsterrad und die Geschwindigkeit ist so hoch, dass nach rechts und links zu gucken auch relativ gefährlich wäre. Das empfindet man irgendwie, also rennt man weiter. Und wenn dann jemand von außen kommt und einem zuruft, hallo, du müsstest mal langsamer machen oder steig mal aus, dann ist das etwas, was sich irgendwie, was man wahrnimmt, aber was dann keine Konsequenz hat. Genau. Ja. Herr Usen. Was ich nochmal wissen wollte, so ein Zustand, der erwächst ja doch immer aus, auch denke ich zumindest, aus einer unglaublichen Trainiertheit darauf zu funktionieren, dauerhaft immer zu funktionieren. Wie schafft man es denn dann, sich selber umzuerziehen, auch zu sagen, ich funktioniere eben nicht immer? Weil das sind ja Dinge, die man über möglicherweise über Jahrzehnte auch schon durch die Kindheit immer in